Viele Handballtrainer bekommen ihre Abwehr nie so richtig ins Stehen, obwohl ihre Mannschaft eigentlich genau weiß, was zu tun ist. Mit dieser kostenlosen Trainingseinheit zum Thema individuelles Abwehrverhalten kannst du bereits im nächsten Training jeden deiner Spieler verbessern. Es ist wirklich ganz, ganz simpel. Du guckst dir ein Erklärvideo zur Einheit an, dann lädst du sie runter, druckst sie aus und nimmst sie mit ins Training und bist sofort top vorbereitet, um mit deiner Mannschaft Fortschritte zu machen. Es sind nur noch ein paar Spiele, bis die Saison zu Ende ist und deine Spieler wieder in die Pause gehen. Nutze diese Spiele effektiv, um deine Ziele, um eure gesetzten Ziele zu erreichen. Also, geh einfach auf den Link hier unter dem Video oder auf handballhacks.com/abwehr und hol dir deine kostenlose Trainingseinheit zum Thema individuelles Abwehrverhalten. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballhacks. Und heute habe ich wieder einen kurzen, aber effektiven Taktiktipp für euch. Und zwar, wie ihr ganz einfach mal mitten aus dem gegnerischen Angriff einen Ballgewinn erzielen könnt. Und das ist ganz, ganz simpel. Wenn ihr zum Beispiel gerade ein Tor geworfen habt oder vorne gescheitert seid, ja, dann soll euer Außenverteidiger, der banknah verteidigt, ja, der banknah Außenverteidiger, setzt sich einfach kurz bei euch auf die Bank, ja, ganz an die Wechselzone. Dafür schiebt ihr die Bank am besten, kleiner Tipp, die Bank schiebt ihr vorm Spiel schon so, dass dass die Bank quasi in der Wechselzone ist, dass die Leute aus dem Sitzen ins Spielfeld reinlaufen können dort. Ja, meistens interessiert das die Schiedsrichter nicht genauso, wo die Bank steht. Ich schiebe die Bänke immer so, dass meine Spieler aus dem Sitzen ja quasi direkt reinwechseln können, weil ich die Bank so weit vorgeschoben habe, um den ja einfach ein bisschen leichter zu machen, auch Wechselfehler zu vermeiden. Und dann kann sich euer Außenabwehrspieler dort einfach hinsetzen und wenn dann das Spiel wieder angepfiffen wird, vielleicht machen die Gegner eine schnelle Mitte, und dann wird der Ball vom Mittelmann zum Halben gespielt. In genau diesen Ball soll er dann reinrennen und den Ball abfangen und dann aufs einfache Tor werfen. Ja, ganz, ganz simple Sache, die wirklich bis in die hohen Ligen klappt. Also ich habe einen Spieler im Gedächtnis oder jetzt gerade im Sinn, der das relativ häufig in der dritten Liga macht und das funktioniert einfach. Ja? Zum Teil auch einfach nach Auszeiten, wo die gegnerische Mannschaft eine Auszeit nimmt und dann gucken sie nicht ganz genau, ob 5 oder 6 Abwehrspieler auf dem Feld sind und zack, Ball abgefangen, nach der Auszeit, bam, Gegentor. Das ist eine ganz, ganz wirkungsvolle Sache. Für die Leute, die im Coaching Club sind, dieses Video wird auch dort hochgeladen und dann erkläre ich diese Sache nochmal ganz, ganz genau auf dem digitalen Taktikboard, damit wir da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen können, das deutlich besser versteht. Und ja, damit würde ich sagen, wenn dich das auch interessiert, dann komm am besten in den Coaching Club. Der Link ist hier eingeblendet und auch in der Videobeschreibung. Ja, da haben wir viel, viel mehr Inhalte und natürlich deutlich spezialisierter, als hier bei YouTube möglich ist. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, ciao.